Verschiedene Minister der türkischen AKP-Regierung kritisieren Washington wegen des Prozesses gegen den in den USA einsitzenden Geschäftsmann Reza Zarrab scharf. Wenn die USA mit der Türkei eine gesunde Beziehung wollten, dann müssten sie lernen, wie das geht und von ihren alten Gewohnheiten wegkommen, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Innenminister Süleyman Soylu sagte dagegen, die USA würden die Ohrfeige der Geschichte verpasst bekommen. Die USA würden die Region mit großen Verlusten verlassen. Kritik an den USA kam auch von AKP-Fraktionschef Bülent Turan. Es ginge die USA nichts an, mit wem die Türkei Geschäfte gemacht habe. Die Türkei sei kein amerikanisches Bundesland. Ankara bräuchte niemanden Rechenschaft abzugeben.